Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Star Wars Battlefront 2. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Und ja, es ist etwas ausgefallen übers Wochenende. Ich habe das ganze Event verpasst. Hatte leider einfach privat auch zu wenig Zeit und habe das einfach nicht auf die Kette gekriegt. Ich wollte Samstag einen 400. Folge-Stream machen. Der ist leider, ja, in die Hose gegangen bei mir. Hat alles nicht geklappt. Tut mir wirklich leid. Wir hauen heute Folge 400 raus. Der Stream, der wird folgen. Ich hatte eigentlich frei am Mittwoch, hab aber doch wieder Dienst und versuch den irgendwo mal reinzuschieben. Also mal gespannt, ob wir das bald hinbekommen. Ihr müsst mal in die Kommentare schreiben, wer Bock hat, dann machen wir eine größere Gruppe auf bei Discord und dann werden wir da richtig rocken, den Stream. Das werden wir dann ansagen und das wird professionell. So, los geht's. Wir sind eine Runde auf Tatooine. Heute Folge 400. Sorry, nichts Besonderes. Aber ich mache YouTube nur als Hobby, ne? Und ich habe einfach daneben keine Zeit. Okay, aber kein Rumgeheule, so ist das Leben. Folge 400, hoffentlich kassiere ich nicht so viele Tode ab und wir werden Spaß haben. Yeah, ich bin auch gerade von der Arbeit gekommen, musste Sonntag arbeiten. So, weg da, Alienwesen. So, boah, ist das laut bei mir, aber ist egal, deswegen schreie ich auch so ein bisschen. Ich hoffe, ihr verzeiht mir. Wie gesagt, ich freue mich auf Kommentare. Mit Ideen, wann soll der Stream stattfinden? Oh, hier wird schon gescannt wie bescheuert. Ich scanne auch mal wie bescheuert. Da oben, hocken sie rum. Na, ah, der fällt runter, oder? Nee, der war gut, der war gut. Der ärgert die. Geh mal außen rum. Kassier schon mal die ersten Assists ab. Und mein erster Kill. Okay. Oh, die erobern aber rasant hier. Mal hier oben scannen. Oh, das ist ja am Boden. Da oben ist einer am Lümmeln. Jawohl, der kriegt den Pup ab. Ey, ich bin ganz aufgeregt. Hektisch. Stirb, einziger Kollege. Wow. Warum erobern die denn? Nur weil die da oben rumlümmeln? Immer ein schönes Röllchen machen. Großzügige Scans raushauen. Dann kriegen wir Rockstock und The Point zusammen hier. So. Da oben trauen sich nicht mehr. Ey, die oben. Ach, wir erobern noch. Blödsinn. Ja, warum erobern die denn? Ey, ist so unfair. Ups. Der ist hart. Und ich kill ihn. Aha. In Deckung. Bleibt da. Können die mal ankommen? Ja, die Teile von ihm. Okay, wir erobern die nächste Station. Los geht's. Bin schon voller Sand, voll dreckig. Aber ich hatte richtig Bock. Ich hatte das ganze Wochenende. Ich weiß gar nicht, was für ein Event war. Einfach keine Zeit. War echt gemein. Der verfluchte Welt. Ja, zusammengeschossen. Oh, es ist und bleibt auch bei Folge 400 ein geiles Game. Wow, mache ich das bloß gerade? Wir sind auf dem Schrottplatz. Was? Nehmen ihn jetzt ein. Ich stehe voll im Licht. Nicht so schlau. Versuche ein paar Assists abzustauben. Ist jetzt noch nicht ein Tod. Geht mir besonders große Mühe heute. Der Dienst war super. Ich habe die ganze Nacht geschlafen. Ist komischer, ne? Ich gehe arbeiten, ich penne erstmal die ganze Nacht. Aber manchmal ist das so gut. Meistens ist es leider nicht so. So, der Furze landet bei denen. Ein Agent des Imperiums ist zur Unterstützung eingetroffen. Und ich glaube, den haben wir gleich. Sehr schön. Boah. Viel Zielorientierungspunkte. Drängt sie tiefer in die Ansiedlung. Ziel okay. Die Rebellen wollen uns von den Docks fernhalten. Dorthin laufen sie nämlich. Oh, der bringt mir gerade die Assiste, der Kollege. Der Grievous, der gehört jetzt zu meiner einer. Au. Boah, ich hab schon fast einen Held zusammen, ey. Irre, aber die anderen sind noch schneller. Kann ich sehen. Nein! Wo scannt er denn jetzt? Den AT-ST? Oh, jetzt hat er mich erwischt. Mein erster Tod nach so langer Zeit, ey. Irre. Wir sichern jetzt den Bazar. Todestruppler verfügbar. Todestruppler will Timmy nicht haben. Was war denn überhaupt für Wochenende-Event? Ich weiß es gar nicht.
Da, Rebell! Risiko. Grievous. Boah, wieso? Ah, fuck, da war noch einer hinten. Schade, Pompade, ey. Mal so eine Runde Boski wieder. Das wäre einfach ein bisschen episch. Aber ich glaube, wir überrennen so das Team. Wo sind wir denn jetzt hier? Wird schon gescannt. Und Loop down durch Timmys Hand. Ja, aber mitten in seinen Schub, ey. Hammer. Pro Gamer Timmy am Start hier. Ja, wo seid ihr? Hallo. Na, die lassen uns aber nicht so easy erobern. Also, die geben sich schon Mühe, aber. Wir haben das Auktionshaus überwältigt. Aber der Bazar stellt noch eine Bedrohung dar. Rückt jetzt vor. Wir rücken vor. Verstanden, Sir. Ich regel das. Mal hier oben so eine blöde Ecke. Ich werde voll gescannt. Unterwerfen die Rebellen. Bin hier der Unterwerfer. Ey, häng. Scheiße. Na, wo seid ihr denn? Okay. Erledigt. Ach, warum ich denn? So, eine Rolle gemacht. Ich will, dass diese Transporter gesprengt werden. Boah, mich hat einer gerettet. Wenn wir den Feind am Boden festhalten, sind wir fertig mit dieser Staubkugel. Alter, das ging aber jetzt rubbel die Katze hier ab. Das ist eine positive Sache zum 400. Folge. Jedi oder boah, nicht. Alter. Ich werde meine Belohnungen erhalten. Du machst ja keinen Damage an dem. Hab denn den Furz vom Kopf geschossen, panisch? So. Raketentruppler. Wir gehen mit Räumungsangriff. Boah. Ich hab den fast gehabt. Hätte ich nicht einmal daneben geballert, hätte ich ihn gehabt. So, maximale Anzahl im Spiel. Sehr schade, dass wirklich alle Helden ausgebucht sind und die Gegner einfach keine Chance gegen die haben. Aber haben wir so gut Punkte gesammelt, ey, Mann. Der Verstecker sammelt Energie. Meldung vom Oberkommando. Verbündete zur Unterstützung eingetroffen. Kann ich Entdeckung holen. Immerhin habe ich ihn angepupt. Das war schon mal was. So, oh, wir obern schon, ey. Es ist voll langweilig, so schnell. Was heißt hier oben? Wir haben schon eine Bombe gesetzt. Der sitzt, steht immer noch hier in der Ecke. Kommandeur der Rebellen auf dem Schlachtfeld. Schafft das wenigstens einmal. Kommt. Zerstörung von Rufflügler steht unmittelbar bevor. Jetzt schnelles Reagieren. Und schon erledigt. Wow. Die U-Flügler sind zerstört. Eine Katastrophenrunde für die Gegner, oder? Oder in Mos Eisley gefangen. Zusätzliche Truppen werden für Ordnung sorgen. Eine Katastrophenrunde für die Gegner. Na, die Punkte sind auch nicht so mega episch. Cool. Ach, nicht nochmal. Schade. Was hatten wir denn persönlich? 14-4, sehr schön, freue ich mich immer. Punktstand habe ich mir auch weit oben mit angesiedelt und suchen die nächste Runde. So, ich habe mir richtig schwer getan. Ich wollte Sonntag schon eine aufnehmende Folge und das ist einfach so kacke, wenn man ein Spezial machen will und es einfach nicht hinbekommt. Das ist einfach nur ätzend. Ich habe ja noch Familie, ich muss noch arbeiten. Die Woche war super anstrengend. Wir kommen auf den Todesstern 2 und ach, was weiß ich nicht, was alles. So, weiter. Todesstern 2 ist natürlich jetzt cool.
So. So, als Ziel setzt, dass er wenigstens 400 Kills macht in einer Folge, aber das ist ein bisschen übertrieben. Und los geht's. Wir müssen warten, Pompaten, warten, Pompaten. Okay. Was war für ein Wind am Wochenende? Ich könnte es dann nachlesen selber, ich weiß. Ich bin zu faul. Hä? So. Hier ist Major Shin an alle. An alle, die überlebt haben. Die Sache war anders geplant, aber jetzt sind wir hier. Jetzt sind wir hier. Wir kämpfen uns vom Todesstern frei. Wir brauchen ein neues Schiff und die Möglichkeit wegzukommen. Trupps müssen den Generator des Traktorstrahls und die Kontrollstation ausschalten. Dann haben wir eine Chance. Scan, Furz, immer dasselbe. Er will durchbrechen! Na komm, mach Damage, jawoll. Spieler 05, okay. Okay. Waren nicht viele Punkte gemacht. Deckung. Boah. Boah, überlebt, ey. Ganz knapp. Schöne Ecke. Da fliegen die Assists rein. Da steht ja einer an der Ecke. Er sieht ihn nicht. Hä? Was war das denn? So. Tötet die doch. Braucht die Assists, Mann. Keiner kills. Halt den Feind zurück. Jetzt haben wir irgendwie einen Change hier. Sind die viel besser geworden, die Gegner. Bombe. Autsch. In Deckung. Seitenwechsel. Da ist so schwer. Aber es. Was hier abgeht gerade. Über. Heftig. Traktorsteuerungssysteme werden abgeschaltet. Scheiß Schilde, ey. Muss das Schild weg. Das Türchen offen machen. Er geht. So, wir gehen wieder außen rum. Schalten Traktorsteuerung ab. Kommt da schon ganz gut hin. Oh, das macht blind. Das macht blind. Oh, ich versuche zu überleben, Mann. Aber man macht total wenig Punkte. Immer geschützt. Aber das gibt es jetzt. Die Scans sind zwei nur. Macht sie da tot? Jawohl, jawohl, jawohl. Oben rum. Bin ja nur Support eher, anstatt ich eigentlich ein Sturmsoldat. So, jetzt brauche ich ein Schutzschild, Leute. Boah. Alter, das ist auch kein normales Verhalten, ehrlich. Ein bisschen wach bleiben. Bin nach der Arbeit immer müde. Na, irgendwann muss man ja, ne? Was bringt uns alles nichts, wenn wir da zwei Stunden nur gucken? Dann bin ich von dem anderen Team geswitcht. Aber nicht nur alleine. Sie haben den Generator erreicht. Abschaltungssequenz abgebrochen. Ich bin nicht um die Ecke gekommen, ja. Wir werden es immer wieder versuchen. Hier ärgere ich da erstmal mit einem Schiss. Kill Assist. Kill Assist. Oh, ich krieg total wenig Punkte, ne, gefühlt. Aber wir haben schon fast einen Runner. Einen haben wir fast. Nicht mehr so viele Truppler. Von oben finde ich es gerade am realistischen. Komm, das schafft ihr doch noch da, ne? Gibt alles auf der Seite.
Tür? Da. Boah. Aiden. Die mag mein Pipscan auch nicht. Okay, interessant. Die haben Helden so viele. Die haben jetzt schon zu viele Helden. Scheiße. Ist nicht gut. Generator wird abgeschaltet. Langsam. Fusion. Haben wir schon was? Wir haben es geschafft. Alter! Wir sind in der Nähe einer Art Waffensteuerungssektor. Wir müssen diese Turbolaser abschalten, um unbeschadet zu entkommen. Aber wir haben dabei auch die Gelegenheit, die Hauptwaffe der Station zu sabotieren. Los, los! Ah, wieder so ein komischer Bug. Aber nicht so schlau. Oh, hinter mir. Ist durch meinen Schiss gelaufen. So, Punkte, Punkte, Punkte. Alle Helden sind wieder unterwegs. Vor allem unser guter alter Anakin, der ist ja immer unterwegs. Ah, schade. Hätte ich mir sogar fast gönnen können. Ja, warten wir ab. Was sich hier noch ergibt, ist eine spannende Runde. Boah, eine schwierige Stelle. Punktemäßig war das noch relativ cool geworden. Oh, ist ein bisschen verrückt. Oh, das war aber geil, Alter. Das war richtig geil gemacht. Wookie-Krieger. Oh, ich hätte Bock mal wieder auf Anakin. Also wirklich. Aber es ist alles verbucht. Ne? Oh, wir brauchen gerade jeden Mann. Wir können nicht... Kann ich ewig rumrennen? Boah. Boah, was eine Szene, Alter. Aber ey, so ein bisschen geärgert habe ich schon, ne? Oh, da stand gerade was. Oh, wie gemein war das denn jetzt? Okay, nicht so gemein. Boah, ich werde mich wieder so blamieren. Bam, sofort einen reingedengel gekriegt. Was stimmt nicht? Komm, ein Kill. Zählt gerade alles für Anakin. Augenblick. Wie konnte das passieren? Obi? Offensichtlich nicht, Meister. Oh, was haben wir denn hier? Wegen mir muss niemand. Wir fallen einen Stromstoß. Boah! Wie schnell, Alter! Was denn? Alter, ich hab jetzt mal Tombi geguckt. Ey, wurde 100.000 Mal getroffen, verliert fast nichts, ne? Und ich werde da sofort wegeliminiert. Irre, ey. Aber ist nicht schlimm, bin ich sauer darüber. Bin ich schlechter Heldenspieler. War aber schon krass, Alter. Boah, was eine Runde. Ein paar XP mit Anakin, ein paar Zopler habe ich erledigt. Bin auch ganz aufgeregt, wenn ich so einen Helden bekomme, immer. Keine Musik. Ah, ich schaff's nicht mal auf Treppchen, ey. Krass. Gönn ich mir das nicht. Ist ja auch eigentlich gar nicht die 400. Folge, ne? Hoffentlich habe ich nicht das Triple-EP-Wochenende verpasst. So. Naja, ein paar Pünktchen gemacht. Doch mal der Todesstern. Oh, Routen gehen ja echt. Rubbel die Katze heute. Und da gibt es ja nur eine Taktik. Töten. So.
Na, wenn wir einen coolen Stream machen wollen und dann so richtig wie so ein, ich würde das machen wie so ein, Team, wollte ich gerade sagen, was das ja wäre, wie heißt das nochmal? Squad, also wie so, egal wie viel wir werden, die wir uns dann alle im TS, im Discord-Channel und Sprach-Channel treffen und dann so richtig wie so ein Clan vorgehen können und dann einfach ein paar Runden durchziehen. Das wäre ganz cool. Alle Einheiten. Ein feindliches Schiff ist in der Dafür solltest du natürlich 18 sein. Wenn du willst, auch YouTuber, das macht mir auch nichts. Und dann könnten wir hier zusammen richtig viel Spaß haben. Das als kleine Spezial, als Wiedergutmachung, dass das hier nicht so läuft, wie ich mir das wünsche. Es ist einfach Zeit. Und wenn man YouTube als Hobby hat, ist es halt super schwer. Da drüben! Und jetzt komm rein. Scheiße. Boah, halt einfach down. Muss ich jetzt verharren? Beginne mit Räumungsangriff! Er ist draußen, ne? Da kommt nicht. Systembestätigung. Dann rein, das. Holt euch den Mist her! Hier kommt der nicht rein. Wir verlieren die Traktorsteuerung. Okay, mehr kann. Das Team hat ordentlich geswitcht. Boah. Sniper da rumrennen, Alter. Wie kann man denn mit einem Sniper da rumrennen? Irre, oder? Sie haben die Traktorsteuerung zerstört. Begebt euch zum Generator. Alter. Mein Furz macht da alles gerade. Boah, die wollen aber hier rein, wa? Boah. Gerade entblendet gewesen. Alter, die geben aber mal Vollgas hier, Alter. Da machen wir mal nichts mehr, oder? Das ist auch das stimmt stehen geblieben. Ich regel das. Komm. Oh, sie kommt direkt von vorne auch hier, ne? Von da. Sieh nix. Feindlicher Kommandeur trifft ein. Bereit machen. Da war noch keiner down gegangen. Wow. Boah, guck mal, was für Assists da gerade reinflattern. Boah. Da sind wir ziemlich chancenlos gerade. Wo wir uns sehr, sehr wacker schlagen, muss ich zugeben. Sehr süß. Feind auf Scanner! Ein Agent wurde geschickt, um unsere Truppen zu unterstützen. Wir sind zu spät gekommen, um sie aufzuhalten. Wir leben wieder rauskommen. Sie wollen zum Sektor mit der Waffensteuerung. Formiert euch doch neu. Bewacht die Hauptwaffe und die Turbolaser. Hinterlasst keine Überlebenden. Will ich ja nicht. Boah. Aber gut verteidigt, heißt viele, viele Spieler kommen und dann kann man viele Punkte machen. Jetzt kommen wir blöde Stellen. Wir sind im Zielgebiet. Aber lieber so, als wenn die Runde nach 2 Minuten zu Ende ist. Rebell anvisiert. Also ich finde, die Scans gehen weiter. Boah, kurz liegt noch. Turbolaser-Abschaltung läuft. Boah. Kriegen wir gerade auf den Semmel hier, ey. Kommen noch 500. Dann könnte ich vielleicht noch einen Boss kriegen, wenn ich Glück hätte. Der hier ruckzuck wieder tot ist. Turbolaser beginnen Abschaltungssequenz. Ah, dann halten wir uns lieber hier ran. Auch wenn der Anakin rumrannte. Ach, ist das weit latschen immer. Boah! Ziemlich gut! Shit. Ziemlich gut, sagt er. Alter, ey, du hast überhaupt keine Chance. Das ist so brutal wieder. Kommt auf einmal der Luke mit in so eine Sperrzone rein. Ziel auswählen! Komm schon!
Das sollt ihr töten. Was? Boah. Hat mir in die Fresse gehauen. Das reicht, aber wird kein Boss kriegen. Es war so klar. Aber Anakin tötet ja so gerne Helden. Dann warte ich eine Sekunde. Auch wenn jeder Mann gerade gebraucht wird. Ach, ist das ärgerlich, dass immer alles weg ist. Das ist der größte Manko am ganzen Spiel, ne? Dass du einfach nicht die Chance hast, mal irgendwas zu kriegen. Bringt ja nichts zu warten. Bringt überhaupt nichts. Tötest? Das will ich ja mal sehen. Also die Ecke, da tun sie sich noch schwer. Also wir haben wirklich ziemlich ausgeglichene Teams. In Form von, dass unsere gar nicht so schlecht sind. Rache! Kein einziger Rebell entkommt von dieser Station. Beschützt den Lift der Schattenbucht und die Hangarsteuerung. Sie können nicht mehr lange überleben. Bossk verfügbar, das sagte mir auch noch. Bitte nicht wegnehmen. Wird nicht viel bringen, also ich schon mal als Ansage. Das ist jetzt schon die letzte Phase, ja, ne? Das ist so schwer, weil die so weit offen ist, dass sie. Ist ein bisschen hardcore. Meine Klaue an seiner Zähne. So offen, offen, offen. Muss mehr vermieden. Was denn? Da kommt von überall was gerade. Ich brauche irgendeine Waffe. Ich kann nirgendwo hin, ich kann einfach nirgendwo hin. Es wird sofort geschossen. Ist der Hacker unterwegs oder was? Läuft total abnormal ab gerade. Egal wo ich war, ich wurde getroffen. Egal wo. Na gut, ein paar Punkte mit dem Boss gemacht, das reicht mir schon. Was sind wir denn hier? Was wollen die haben? Da, ein Lack. Habt ihr die Headshots gehört? Keine Schnitte hier, keine Schnitte gegen die. Am Boss ist ja scheinbar eine sehr, sehr beliebte Klasse. Ein feindlicher Kommandeur ist im Einsatzgebiet. Ist es? Da drüben. Da drüben, sagt er. Schaffen sie jetzt. Krass, Alter. Da hatten wir jetzt ja, wie viele Chancen hatten wir? 0,0 minus 1? Und immer wieder explodiert der Todesstern. Ich hab alles gegeben. Plätzchen kannst du vergessen. Unzerstörbarer, absolut überstarker Anakin Skywalker rennt da rum. Machen noch eine kleine Runde. Ich weiß nicht, was kommt. Es kommt wahrscheinlich was Langes. Aber ist egal. Fühlte eigentlich, dass sich das ganz gut angefühlt hat, die Runden. Bis auf, dass man jetzt so wirklich chancenlos war. Nachdem das Balancing stattgefunden hat, war einfach das Gegnerteam viel zu gut. Tolles Balancing. Endor. Ja gut. Das ist die Hassmap von vielen, habe ich gehört. Tommy mag sie auch nicht, wegen den Speedern. Weil die einfach so über gegen Helden stark sind, Speeder. Aber ich mag Endor doch ganz gerne. Eigentlich eher auf der Seite der Rebellen, aber ist egal. Nee, 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 nee. Da kommen sie lange Trudel mit ihren C64s. Da ein Vorteil, wenn du schnell laden kannst, kannst du auch schneller
Klassen auswählen bei Helden vs. Schurken. Ja, man wird auch ganz, füllt sich auch ganz langsam die Map, weil sie wirklich nicht so viel mögen, ne? Und dann nehmen wir erstmal. Ne, komm, wir machen erstmal hier. Die Startphase ist ja immer dieselbe. Mal gucken, ob sie uns zurückdrängen bis nach hinten oder ob wir den AT-AT zerstören. Aber ich glaube nicht. Aua, mein Knie. So. Ich muss dringend pipi. Pipi. Aber Endor nehme ich noch mit. So musiklos, das ist einfach komisch, ne? Die Rebellen greifen einen Nachschubposten an. Ich denke, sie wollen einen Kampfbomber stehlen, um die Basis. Schön hellig der Tag, Endor. Dazu müssen wir die Steuerungssysteme überbrücken. Verteidig diese Stellungen so lange wie möglich. Wir brauchen. Überhol dich! Ich bin schneller als du! So, geht auf! Und direkt auf Fresse gekriegt. Bombe! Boah, Alter, jetzt haben wir schon wieder so ein Team. Wie schnell waren die denn schon da? Warum macht man Full Sky Damage? Doch, jetzt habe ich einen Assist bekommen, aber warum macht denn mein Pup kein Damage? Ah, Mist, der ist natürlich voll im Kampf. Aber voll im Möhre. Nein, der ist nicht mehr im Kampf. So. Muss auf ein Latschen hier. Guck mal, wieder so überrannt werden. Das ist ja grausam. Problem mit der Langzeitmotivation des Spiels dann. Dass dir oft passiert hintereinander. Alle voller Sniper. Die werden wir mal so los. Rebellen greifen auf den Hauptcomputer zu. Die greifen einfach schon überall drauf zu. Das ist ja eine geile Posi, ne? Scheint er auch schon zu kennen. Der Computerraum wird angegriffen. Der Raum? Was? Alter, was hat denn der für einen Thermaldetonator gehabt? Der mich gleich mal aus meinem Leben reißt. Das ist ja irre. Wir haben den Zugriff auf die Treibstoffstation wiederhergestellt. Bleib wachsam. Die Basis bereitet die Evakuierung vor. Ich muss ein bisschen Chancen lassen hier. Also wir halten sie noch so lange zusammen. Ne, das fällt einfach dort um. Wir haben keinen Zugriff auf den Hauptcomputer. Oh, oh. Sie nehmen den Außenposten zu schnell ein. Holt doch den Mist her. Au. Oh, ich dachte mir schon, dass ich da nie wegkomme. Aus der Nummer kamst du nicht raus. Die IQA-Sniper. Die wissen, wie es geht. Systeme der Kampfläuferstation gefährdet. Shit, shit, shit. Scan-File hin. Oh, ich renn dahin, wo geschossen wird. Und ein Furz, wenn er liegt. Nur um zu ärgern. Der hat meinen Furz erledigt. Das ist für mein. Für wem? Ich hab ja gar nichts getan. Das ist zu viel. Gut, wir haben jetzt schon die AT-ST-Punkte zusammen. AT. Ja, ST ist richtig, ne? Die Rebellen starten den AT-AT. Rückzug, sonst seid ihr alle tot. Das sind hier die Heldenkiller-Maschinen. Sollen wir mal versuchen? Das mag der Tombi überhaupt nicht mit den Teilen. Boah, was war das denn? Wird von dem Außenposten zu unserer Basis marschieren. Aber wir haben eine Chance, ihn aufzuhalten. Keine Ahnung. Was? 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 Die Rebellen gepanzerte Transporter mit Raketen abgeschossen haben. Jetzt seid ihr dran. Bewaffnet euch! Komm bitte. Immerhin. Mal schnell, mal gucken, wie schnell der down ist. Der Flieger geht mal schneller down, als man gucken kann gerade.
treffe ich doch. Ein Schütze, also. Er sagt Spieler beschädigt. Was ist die Rakete? Geiler Schuss. Und hält eine Reihe. Mal schön vorsichtig bleiben. Hey. Und da? Sehe ich nicht. Alle im Baum? Ernsthaft? Weg. Ah, ich hänge an den anderen ATST. Jetzt bin ich im Baum. Ich will nicht mein Hinterköpfchen zeigen. Ist ja die Schwachstelle von unserem Moped. Hätte nie gedacht, dass wir mal auf Kampfläufer schießen. Verteilt euch, bevor ihr das Feuer erwidert. Der FPS schießt auf mich. Wer ist das denn hier? Der andere, der stört total. Und was mache ich denn jetzt? Ich laufe doch rückwärts. Was haben wir seine Beinchen da? Der Kampfläufer hat Kontrollpunkt 1 erreicht. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Da oben ist einer drauf. Ich will den nicht. Von der Damager ist das verhältnismäßig wenig. Was der AT-AT an uns verursacht. Sechs Spieler. Oh, das ist aber relativ viel Schaden. Boah. Keine Chance gehabt. Arme AT-ATs. Lol, ist die. Aber wir kriegen 9. Lass ihn reparieren. Das ist aber ein mega übertriebenes Team, ne? Bam, direkt einen abgekriegt. Da läuft er doch. Kriegt nicht schwer. Sieht nach Anakin aus. Weil schaffen wir auch nicht mal diesen Imploder auf den zu ballern, wie Dinge da ist. Nee, gar nicht, das ist Imploder. Kampfläufer am zweiten Kontrollpunkt. Uns bleibt nicht mehr viel Zeit. Luke noch ein paar reingesammelt. Da. Er wartet jetzt. Ist uns überrennt. Ja, komm. Kampfläufer steckt Treffer ein. Seh nicht da. Ja. Hauptsache, ich hab wieder HP wieder. Raketen im Ziel gelandet. Wir sind schon hier neben uns. Wir haben einen Verbündeten vor Ort. Identität ist streng geheim.
für deinen eigenen Arsch hier hinhalten. Kommen wir nicht weiter. Wenn das hier offen geht, dann können wir hier rückwärts reinmarschieren. Weil weit hat der ATST das nicht mehr. Obwohl die Phase geht noch wohl lange. Ne, Quatsch. Immer noch eine Phase dazwischen. Jetzt geht's nämlich rund. Super abdecken. So, halbwegs geschützt von rechts, glaube ich. Hoffe ich. Ah, die werden alles geben. Scheiß drauf. Ah, ist doch unfair. Du kriegst ja nicht. Kampfläufer getroffen! Komm hier hin, komm hier dahinter. Da ist er schon. Raketentod. Ist irgendwo einer und ich weiß nicht wo. Na, seht ihr das? Da kommen immer Schüsse. Ja. Ich kann da nicht hinschießen. Schnall ich nicht. Boah! Irgendwo war ein Ion-Torpedo, alles klar. Oh, Phase gleich für Boss ist natürlich Hyper-Trooper super geil. Nee, nochmal nehme ich ihn nicht, das lohnt sich nicht. Ich mag einfach Gefährte hier. Na, aber die Helden sterben hier einfach nie. Und wenn ich einen Held habe, stirbt er sofort. Und das ist immer so ein Rätsel vor allem. Man muss ja sagen, man müsste aber gleich wieder einen Held frei werden, ne? Denkst du dir so als normaler Spieler, aber es wird nichts frei. Und du denkst, wie schaffen die das? Wenn du selber tot. Hast du nichts von deinem Held gehabt. Null Sekunden hast du was vom Helden gehabt. Aber das hier geht immer rum in die Katz. Da. Kampfläufer in Position. Bereit zum Eindringen in die Basis. Das ist so geil. In den Innenbereich. Jetzt habe ich erstmal eine Sekunde Zeit, Minchen zu legen, Fürze zu werfen. Wollen uns verhören. Sie wollen aber ich werde schnell sterben. Ich werde mich auch nicht aufregen. Ort einnehmen, bevor sie ihn zerstören. Die das Schiffe zur Evakuierung sind fast bereit. Wir nehmen so viele Truppen mit wie möglich. Bis dahin, bleibt standhaft und kämpft. Es gibt keinen sicheren Ort. Dauert ja eine Zeit, bis sie kommen, ne? Hätte vielleicht das machen sollen. Boah. Müssen wir mal 1000 rechnen. Ich bin Bosk vom Trandosha. Minen werden scharf. Mal bücken. Du gehörst mir. Der HP wieder. HP, HP, HP. Einmal weggeguckt.
ist das ein Team. So übertrieben. Die Schlacht ist noch nicht gewonnen. So übertrieben, Alter, das Team, ne? Aber ich habe den fast weggehabt. Den Obi. Boah, ich bin total am Rande meines Könnens. Bei so viele Spieler, Wahnsinn, ey. Da hast du ja keine Schnitte. So viele Helden, Spieler, alles. Hä? Was denn jetzt? Warum habe ich keine AP verloren? Keine Chance, Alter. Aber das war mal richtig geiles Ende, ey. Flieht in den Wald oder bittet die Rebellen um Gnade. Also ich glaube, Anakin ist so der Hauptproblempunkt, dass man hier nicht mehr gewinnt teilweise. Wenn der im Gegnerteam ist, ne? Der zweite, Alter. Ich habe aber auch alles gegeben. Ich habe wirklich alles gegeben. Da ist ein Trippchenplatz ab heute. Gut, dann sage ich an der Stelle danke fürs Zusehen. Oh, guck mal, fast schon wieder ein Level gemacht. Wir hatten 50 Kills und 400 Kills wären fast sogar realistisch bei mir, war in einer Folge. Wenn ich ganz viele Runden mache. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann.